Das ist Margarete Hoog. Sie ist am 5. März 1935 in der deutschsprachigen Ortschaft Filipova in der Vojvodina, dem heutigen Serbien, zur Welt gekommen. Etwa 5.300 Einwohner hat dieser Ort zu dieser Zeit. Sie wächst gemeinsam mit ihrer Schwester Anna in einer Bauernfamilie auf. Rund um den Kriegsbeginn vergiftet der Nationalismus das Zusammenleben. Zwischen Volksgruppen und auch innerhalb des Dorfes kommt es zu politischen Spannungen. Es entstehen Risse, quer durch Familien und Freundschaften. Margaretes Vater will sich den Zwangsrekrutierungen der Nazis entziehen. Er versucht unterzutauchen, wird aber von Dorfbewohnern verraten und muss in den Krieg ziehen. Margarete und die verbliebenen Dorfbewohner werden von den Partisanen in Lagern interniert und letztendlich aus ihrer Heimat vertrieben. Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen? Um das zu verstehen, müssen wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen. In ein Europa, in dem Herrscherfamilien und politische Bewegungen Grenzen immer wieder verschieben. Gezielte Siedlungspolitik der Mächtigen trifft auf Menschen, die sich ein besseres Leben in einer neuen Heimat aufbauen wollen. Unter der Herrscherin Maria Theresia etwa wird die pannonische Tiefebene gezielt besiedelt. Bauern und Handwerkern wird ein Angebot gemacht. Sie sollen in wenig besiedelte Gebiete ziehen und diese kultivieren. Im Gegenzug erhalten sie Grund und Boden, Vieh, Saatgut, einige Jahre Steuerfreiheit sowie Religionsfreiheit. Immer im Gepäck der damaligen Siedler ist die Hoffnung auf ein besseres, ein eigenständigeres Leben. Auch wenn der Alltag in den neuen Gebieten schwer und mühsam ist. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort: den ersten der Tod, den zweiten die Not, den dritten das Brot. Dieser Spruch trifft in der Geschichte auf zahlreiche deutschsprachige Siedler zu, auch auf diejenigen, die schon weit vor Maria Theresia in den unterschiedlichsten Regionen der Donaumonarchie eine neue Heimat gefunden haben. Auf die Sudetendeutschen im heutigen Tschechien, die Beskidendeutschen in Polen, die Karpatendeutschen in der Slowakei, die Buchenlanddeutschen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine und Rumänien, die Siebenbürger Sachsen in Rumänien, die Donauschwaben in Ungarn, Rumänien, Serbien und Kroatien und die Goccea sowie die Deutsch-Untersteirer im Gebiet des heutigen Slowenien. Doch die zwei Weltkriege verändern im 20. Jahrhundert nicht nur Grenzen auf Landkarten, sondern bauen auch Mauern zwischen Menschen. Sie bringen Leid, Vertreibung und Tod. Aus hoffnungsvollen Siedlervölkern werden Verfolgte, Vertriebene und Enteignete. Was dies für die altösterreichischen Volksgruppen in Europa bedeutet, machen die Lebensgeschichten vieler Familien deutlich. Wie auch jener von Margarete Hoog, von der wir am Anfang bereits gehört haben. 1945 wird die damals 10-Jährige mit den anderen deutschsprachigen Familien im Ort von den Partisanen in das Konzentrationslager Gakova gebracht. Dort sind sie in den folgenden Jahren Kälte, Hunger, Seuchen und Gewalt ausgesetzt. Ein Jahr später gelingt Margarete gemeinsam mit ihrer Großmutter, ihrer Mutter und ihrer Schwester die Flucht nach Österreich. Sie arbeiten dort mehrere Jahre auf unterschiedlichen Bauern und Gutshöfen. Ihr Vater wird erst nach 8 Jahren aus der Gefangenschaft und Zwangsarbeit entlassen. Ähnlich ergeht es Konrad Pristl. Er wird 1937 geboren und wächst in Klein-Grillowitz im Bezirk Znaim in Tschechien als jüngstes von 3 Kindern auf. Die Familie lebt, wie viele in der Region, von der Landwirtschaft. Sein Vater ist Bürgermeister des Ortes. Als Konrad in die Volksschule geht, kommt der Zweite Weltkrieg auch bewusst in sein Leben. Seine Brüder müssen zur Wehrmacht, sein Vater zum Volkssturm. Als 1945 der Krieg endet, werden alle deutschsprachigen Männer aus der Region in ein Arbeitslager nach Znaim gebracht, so auch Konrads Vater. Die Familie wird enteignet und Konrad mit seiner Mutter und den Geschwistern aus dem Ort vertrieben. Nach Österreich.
Als 3 Monate später der Vater nachkommen kann, ist das Leben der Familie Pristl ein komplett anderes. Als sogenannte Staatenlose müssen sie ein Dokument unterschreiben, dass sie dem österreichischen Staat nicht zur Last fallen werden. Konrad und Margarete. Zwei Schicksale, die exemplarisch für hunderttausende deutschsprachige Familien stehen, die zum Teil schon während des Krieges bzw. kurz nach Kriegsende aus ihren Heimatländern vertrieben werden. Sie alle verbindet die Vertreibung aus der alten Heimat. Doch die Ankunft in Österreich ist für viele deutschsprachige Vertriebene keine herzliche. Der Krieg hat tiefe Wunden in Europa hinterlassen. Millionen Menschen werden vertrieben, verfolgt und getötet. Das Land zerstört. Die Menschen haben kein Geld, keine Nahrung, keine Arbeit. Ja, für viele gibt es nicht einmal ein Dach über dem Kopf. In Baracken und Lagern kommen sie unter. Der größte Teil muss weiter nach Deutschland ziehen. In Österreich bleiben rund 400.000 sogenannte Volksdeutsche als Vertriebene, Geflüchtete und Staatenlose. Es beginnen Jahre des Aufbaus und der Integration. Die Kinder leben sich meist schnell in Österreich ein. Deren Eltern bauen sich hier ein neues Leben auf. Die Herkunft und das gemeinsame Schicksal bilden starke Verbindungen mit den anderen Vertriebenen. Heimatsehnsucht, Kulturpflege und Gemeinschaftsleben lassen die Erinnerung an Heimat und Herkunft lebendig bleiben. Damit diese Erinnerungen nicht in Vergessenheit geraten, finden sich viele der Vertriebenen in sogenannten Landsmannschaften zusammen und halten darin bis heute die Erinnerung an ihre alte Heimat, an ihre Bräuche und Kultur hoch. Eine Geschichte, die in Herkunftsländern oftmals verschwiegen wird. Aber Erinnerung, Geschichte und Sehnsucht lassen sich nicht verbergen. Kontakte in die Heimat werden gesucht und gefunden, Brücken gebaut, neue Freundschaften geschlossen. Dennoch sind viele Wunden noch nicht verheilt. Die Erinnerung jedoch bleibt lebendig, gibt den Menschen und Familien Stärke und Identität. Nun werden die Zeitzeugen immer weniger. Die gesellschaftliche Erinnerung verblasst langsam. Die Nachkommensgenerationen verlieren den Bezug. Erinnerungskultur kann allerdings nur lebendig bleiben, wenn man nicht vergisst und Geschichten erzählt. So wie dieses Video.